Chai hat den Etat dezimiert. Silenzio, Chai! Jetzt erstmal wieder verzweifeln. Nein! Oh mein Gott! Darf ich mitmachen? Bringen wir es zu Ende. Null Problemo. Ich habe alles zerstört, was du aufgefahren hast. Vielleicht brauchst du mal Nachhilfe im Design. Ha! Tja, während du dich hast von mir ablenken lassen, habe ich an meinem Lieblingsprojekt gearbeitet. Eines mit unbegrenztem kreativen Freiraum. Mischung aus Spektakel und Qualität. Peppermint? Wie sieht das Budget aus? Fast aufgebraucht. Mein Meisterwerk! Jetzt wird jeder sehen, dass ich vollkommen bankrott bin. Steh da nicht so rum! Mach ihn platt! Oh, klar! Das ist alles nur deine Schuld! Ha, genug geredet. Mal sehen, was du über Spectra weißt. Okay, Sanso würde alle Infos über Spectra verstecken. Es ist wahrscheinlich eine passwortgestützte Datenbank, verschlüsselt mit. Da ist es, direkt auf dem Desktop. Mal sehen. Spectra. Kognitive Manipulation? Regulierung mentaler Stimuli? Sie planen die vollständige Gedankenkontrolle, genau wie ich dachte. Sehr gut. Nein, sehr schlecht. Und Spectra ist zur Aktivierung freigegeben. Das ist sicher das Ende von Mr. Chai. Können wir es abschalten? Dem hier zufolge nur mit den Schlüsselkarten aller Abteilungsleiter. Heißt das, wir brauchen immer noch... Es gibt 6 Bosse und 6 Schlüsselkarten. 2 haben wir. Also brauchen wir noch 4 Bosse und 4 Schlüsselkarten. Worauf warten wir denn noch? Wir müssen Rabatz machen! Musik! Die Aufzeichnungen enden hier. Wir wissen alles über Spectra, Kale. Damit kommst du nicht davon. Niemand wäscht mir das Gehirn, Schmalzlocke. Süß, Kleiner. Aber du bist in meiner Anlage umgeben von meiner Security. Und du? Ich dachte, du wärst fertig. Und doch bist du hier. Soll ich sie festnehmen, Sir? Natürlich sollst du sie festnehmen. Warum sonst habe ich dich mitgenommen? Können wir ganz kurz... Sorry, eine Sekunde. Du kennst den Kerl? Geht das auch später? Klar, cool, später. Ich glaube, ich habe einen Fluchtplan. Echt jetzt? Vertraut ihr mir? Geben wir ihnen etwa wirklich eine Sekunde, Sir? Folgt mir einfach. Na gut, komm und hol mich. Lauft! Und jetzt? Mr. Chai hat das wohl nicht ganz zu Ende gedacht.
Zurück in den Unterschlupf! Wir lassen dich nicht zurück! Sie dürfen die Schlüsselkarten nicht kriegen! Keine Zeit zu streiten! Ich lenke sie ab! Ihr geht runter, ich hoch! Komm, halbwegs heile wieder! Schön, dass du dich sorgst! Ich will diesen Defekt! Schnapp ihn! Sicherheitslaser aktivieren! Sicherheitskräfte, Bericht! Nochmal. Ich hasse so Zeitgedöns. Setz die Elektromauer unter Strom. Umzingel die. An diesem Punkt fliehen Sie, Mr. Chan. Ich könnte hier Hilfe brauchen. Auf die Macaron. Erwischt, Chan. Raus da, Chai! Rockstar-mäßig, Chai. Rühr dich nicht vom Fleck, Löschchen. Erst stiehlst du meine Technologie und dann nennst du dich auch noch Rockstar. Was genau rockst du denn bitte?
Ich mach dich alle. Ach wirklich, sieht es für dich danach aus? Denn nein, es fehlt dir das Zeug dazu, Kleiner. Nur einen von vier, Korsika. Keine gute Quote. Ja, Korsika, was sitzt damit auf? Weißt, wo die anderen sind. Ich bring ihn zum Reden. Wenn du fertig bist, schick ihn zu mir. Ich werf ihn persönlich in den Ofen. Oh mein fucking Gott, war das anstrengend. Aber weiter geht's. Puh, ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Bereit für ein weiteres Abenteuer, Chai? Hä? Ey, jetzt mal. Ich wurde doch gerade gefangen genommen. Warum bin ich im Versteck? Aber okay. Ich glaube, ich sollte es einfach nicht hinterfragen. Ja, I don't know, warum ich jetzt so versteckt bin. Hey, Chai, wie geht's unserem Rockstar? Chai, schön, dich zu sehen. Schön, dass wir es alle aus der Klemme geschafft haben. Und du warst der Star der Show. Woher nimmst du nur all diese tollen Ideen? Ich wünschte, ich könnte es dir verraten, aber das verrate ich nicht mal mir selbst. Das macht absolut Sinn. Hör zu, mach eine Pause. Leg dich hin. Du hast es dir verdient. Kann es sein, dass er träumt gerade? Du Held brauchst sie bestimmt nicht, aber ich habe ein paar Upgrades. Chai, ich muss sagen, was du getan hast, war eine Inspiration. Was soll ich sagen? Manchmal inspiriere ich mich selbst. Der Sprung aus dem Fenster war wie eine Lehrstunde in Sachen Coolness. Es geht nur darum, im Augenblick zu leben, nicht über die Konsequenzen nachzudenken. Wahre Worte. Aber hey, ohne dich wären wir nicht so weit gekommen. Ich bin für dich da, wann immer du mich brauchst. Irgendwie glaube ich nicht, dass das gerade Realität ist. Das da. Kombo halt. Und das hier rechts mit Pfeffer mit gerne arbeite. Mr. Chai, Sie haben sich als furchtloser Anführer bewiesen. Mr. Chai, das war eine erstaunliche Vorstellung. So sehr, dass mir klar wird, dass ich Ihr Profil anfangs falsch erstellt hatte. Okay, wie sieht's aus? Statt aufgrund eines Minderwertigkeitskomplexes überall zu handeln, sehe ich jetzt, dass Sie einfach selbstsicher sind. Sie sind eine Inspiration für das Team und für Kinder im Alter von 5 aufwärts. FSK 0. Ja. Ich glaube halt echt, dass das alles nicht echt ist. So, was macht so ein bananenstarker Typ wie ich jetzt? Scheiß Gedanken erstmal. Wer spielt mich wohl in dem Film, den sie über mich drehen? Oder warte, wer synchronisiert mich in dem Videospiel über mich? Daniel Axt? Ohne dich
wäre es nur ich ohne eine Roboterkatze. Oh, 88 ist auch toll. So, aber damit sind wir in der... Weißt du was? Ich hab's verdient. Ich ruhe mich noch ein bisschen aus. Ja. Danke, dass ihr zugeschaut habt bei der Aufnahmeseason jetzt. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmeseason und vielen Dank auf YouTube, dass ihr... vielen Dank, dass ihr auf YouTube so zahlreich immer dabei seid und auch guckt und alles drum dran. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann. Tschüss.